Beim letzten Mal gab es hier einen richtig heftigen Cut beim letzten Mal. Da ist mir einfach meine ganze Hintergrundmucke oder Musik oder allgemein die ganzen Effekte, die sind mir einfach mal rausgefallen oder man hat halt nichts mehr gehört, ne? Wie das schon in den ersten Parts der Fall war. Und das hat mich schon ein bisschen genervt, das muss ich gerade an der Stelle sagen. Ja, kann nerven. Kann, muss aber an der Stelle nicht. Ich zeige jetzt nochmal kurz, wie man ohne die Helfer-Lines hier reinkommt. Direkt ins Ziel. Man könnte jetzt auch mit denen sprechen und der würde sagen, oh, danke, dass du mich befreit hast. Ich glaube, man kommt auch raus. Ja, weil die Kollision nur von einer Seite ist. Ist auf jeden Fall sehr ratsam. Boah, ich habe jeden Moment echt die... Ich habe gerade so richtig Schiss, dass das ausgeht. Danke, Spyro. Halt dich kurz gut fest und zieh nach unten. Will ich aber nicht. Ja, ich weiß nicht, was beim letzten Mal war. Ich musste da auf jeden Fall sehr drastisch cutten. Ich hätte wahrscheinlich sowieso vergessen, dass ich den Part beenden wollte. Deswegen ist es teilweise aber auch echt gut. Ja, wir sind hier in im Kristallgletscher und versuchen natürlich erstmal die Hauptaufgabe zu erledigen, welches das jetzt auch schon direkt mal war, ne? Oh, man sollte doch erwarten, dass die Jungs mich hier rausholen könnten, ohne mir einen tonnenschweren Schneeball auf den Kopf zu rollen. Hier, nimm diesen Kristall. Ich habe ihn gegen Hockeykarten getauscht. Ach so, ja, wenn es weiter nichts ist, hast halt nur den, das Relikt dieses ganzen Levels hier aus dem Fenster, ja, also hast halt nur deine Hockeykarten losgeworden, ne, um das Relikt zu bekommen. Ich find's gerade echt ein bisschen scheiße, dass die Musik weg ist. Da fängt sie wieder an. Das liegt aber echt wirklich daran, dass die PS2, schon altes. Entweder das liegt an der PS2 oder an dem Spiel selber, dass das jetzt nicht mehr so richtig geloopt wird. Ich bitte dies zu entschuldigen, weil das einfach, ja, ist halt schon älteres Spiel, ne? Entweder die Konsole ist zu alt oder entweder das Spiel ist zu alt. Wer weiß das schon so genau? Ich glaube eher, das Spiel ist zu alt. Ja, das dürfte auch sein. Dürfte sein. Und du? Mein zahmer Schneeleopard ist weg. Ich war beim Angeln. Und als ich mich umdrehte, war er weg. Hoffentlich haben die Käfer George nicht gefressen. Der arme George, der tut mir ja so leid, verdammte Scheiße. Wir müssen ihn hier finden, in dieser ellengroßen Antarktis. Werden wir ihn finden? Werden wir dieses arme Tier finden, welches sich hier im Schnee aufhält und wahrscheinlich schon längst... Ach, da bist du ja. Okay, na dann laufen wir mal hinterher. Der wird bestimmt was wollen, sowas wie... Ein frischer Fisch, der kommt auf den Tisch, ne? Hier. Mach mal den Gollum. 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 Das klingt eher wie Kotze. Aber egal. So, ein Fisch für den Gollum. Für den Gollum, für die Gollum-Katze. Für die Fisch. Du kommst jetzt auf den Tisch, du dicker, fetter Kater. Okay. Wir müssen ihn immer wieder den Fisch hier rausholen, was eigentlich ganz nett ist. Es ist keine schwierige Aufgabe, deswegen nur 2 Sterne. Aber trotzdem würde ich sagen, dass es schon ein bisschen nervig sein kann, diese Fische zu erwischen. Aber ja gut, wenn man sie mal beim Runtergehen erwischt, dann ist es schon relativ möglich. So, jetzt kommst du mal mit. Ich habe den früher mal versucht, hier hochzugeleiten. Geht aber leider nicht, denn jetzt, wo wir ihm die ganzen Fische rausgeholt haben, haben wir die Möglichkeit, ihn so ein bisschen zu leiten. Unter anderem würde ich sagen, ich glaube, wir dürfen hier nicht über die Grube. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Wir dürfen auch nicht zu weit vorauslaufen, sonst läuft er uns nicht mehr hinterher. Der bleibt sonst irgendwo stehen. Also immer in einem bestimmten Radius bleiben. So, dann sind wir schon fast da. Da ist dein George. Von Käfern zerfressen. George gefunden. Ich bin so froh, dass es ihm gut geht. Von jetzt an werde ich besser auf ihn aufpassen. Ich habe nur dieses runde, glänzende Ding, das ich beim Angeln gefangen habe. Gib's mir! Du kannst es haben, wenn du willst. Ja, ja. Bitte, bitte, gib es mir. Mein Schatz! Okay. Wie auch immer ich jetzt auf Gollum komme, ne? Wahrscheinlich durch den Fisch. Ah, egal. Hier runterfallen ist eine sehr, sehr schlechte Sache. Ich muss ab und zu mal leise sein, weil ich auch auf den Soundtrack hören muss. So, aber jetzt haben wir im Grunde alles geholt, was wir hier machen können.
Jetzt kommt nur noch die Mission mit den Spinnen, wo wir einzelne Spinnen umbringen sollen. Je nachdem, wo sie gerade stehen, kann das ein bisschen schwieriger oder auch leichter sein. Aber soweit es hier geht, ist das scheiße. Ja, sowas sollte eigentlich auch beim ersten Versuch klappen, ne? Das ist bestimmt eine 2-Stern-Mission. Oder eine 1-Stern-Mission, sind wir mal ehrlich. Auf der anderen Seite ist unsere Flugzeit nur begrenzt und da sollte man sich dann doch schon recht gut anstellen. Du und dann du hier oben. Ich sehe auch gar nicht mehr, wann er Feuer spuckt. So, noch einmal durch das Tor. Die anderen kommen natürlich jetzt nach. Es wird von einem verlangt, dass man hier wirklich alle nach der Reihenfolge... Du hast uns alle vor einem grausigen Schicksal bewahrt. Nimm bitte diese Kugel als Zeichen unserer Dankbarkeit. Was ich sagen wollte, man darf sich nicht zu viel Zeit lassen, denn die einzelnen überlebenden Spinnen spucken dann nochmal weitere Eier, um Nachkommen zu produzieren, die dann hier, ja, die restlichen, die wir getötet haben, nochmal so zu ersetzen. Das heißt, man sollte sich wirklich beeilen bei dieser Mission. Andernfalls kann man wieder von vorne anfangen. Aber das lief ja jetzt eigentlich schon recht reibungslos, ne? Das kann man auf der Stelle auf jeden Fall sagen. Hier haben wir nichts mehr. Gut. Gehen wir nochmal zurück. Finde ich echt ein bisschen schade, dass es hier keine... dass die Musik hier nicht läuft. Allgemein ist der Soundtrack von Spyro ja immer... den finde ich schon sehr stimmig. Deswegen macht das mich schon ein bisschen traurig, ne? Ah. Ich frage mich auch noch, wie ich Spyro 3 aufnehmen soll, weil Spyro 3, da ist es so... Oh, wir haben es geschafft. Wir gehen auch durch den Eingang, ne? Warum nicht? Boah, war auch wieder ein ganz kurzes Level. Wir können dafür aber jetzt... wir haben jetzt... Wow, wir haben gerade mal 10 Minuten in dem Level verbracht, nicht mal. Also in dem Part verbracht. 10 Minuten im Level kommt eigentlich auch noch hin. Aber was ich sagen wollte, wir können ja jetzt ein Fluglevel machen. Spyro 3, da war ich ja noch stehen geblieben. Nach der Sequenz. Ja, ich weiß, Vollidioten. Okay, ja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass bei Spyro 3, da hatte ich 2 CDs von. Eine ist so zerkratzt, dass sie nach dem Startbildschirm einfach abkackt, ne? Und die andere, die finde ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich ist sie beim Umzug irgendwie, abhanden gekommen. Ja gut, Elora, red mal weiter. Also, wir überspringen dich natürlich, das meine ich mit red weiter. Ja, die ist wahrscheinlich beim Umzug... irgendwie vielleicht im Keller gelandet oder so. Da kann es durchaus sein, dass ich für Spyro 3 noch ein bisschen länger brauche, bis ich die CD entweder gefunden habe oder noch eine dritte. Ist natürlich ein bisschen scheiße. Das Beste wäre natürlich auf... Schon wieder keine Musik. Was ist denn heute los? Doch, jetzt kommt Musik. Komm, wir machen das nochmal von vorne. Ich will das nochmal jetzt prüfen, ob die Musik spielt oder nicht. Ja doch, jetzt spielt die Musik wieder. Ich habe keine Ahnung, was davon abhängig ist. Egal. Was ich noch sagen wollte... ja, wird halt ein bisschen schwieriger mit Spyro 3, ne? Also kann es durchaus sein, vielleicht will ich auch den vierten Teil vorschieben. Weil ich damit dann natürlich... Achso, ich muss ja nur die... Jumping-Seile, da zerstören. Dich habe ich noch gesehen, oder dich nicht... So, ich glaube, da habe ich mir jetzt... ich hab nicht gerade alles klug gelöst. Je nachdem, ich glaube nicht, dass das jetzt hier so die Taktik dafür ist, dass ich hier alles hole. Oder dass ich jetzt eine ultra geile Zeit hinlege, weil das jetzt auch natürlich ein Fluglevel ist, was ich jetzt nicht so oft gemacht habe. Aber das sieht teilweise auch echt gut aus. Je nachdem, wir werden das ja jetzt mitbekommen. Ich glaube, ich habe den komplett falschen Weg eingeschlagen. Verdammte Scheiße. Hä? Hier! Ja. Ach du Kacke. Und dafür sogar einen Könnerpunkt kriegen, was ist das denn? Was zur Hölle? Ich hab nichts geschafft. Das war so eine Scheißzeit.
Das war die schlechteste Zeit. Ich bin mir sicher, das war die schlechteste Zeit, die ich in meinem Leben hier in Level hingelegt habe. Und das ist einfach mal den Könnerpunkt wert. Ich verstehe es nicht. Wir machen es trotzdem nochmal, weil es ja noch die andere Mission gibt. Die anscheinend jetzt doch ein bisschen schwieriger ist als der Könnerpunkt selber. Hm? Hinterm Wasserfall, hier. Direkt in das Gebäude. Hier auf dem Metroring werden wir von Verbrechern geplagt. Aber ich glaube, du kannst uns helfen. Eine Bande diebischer Katzen klaut meine Wahlgelder, indem sie die Wände der Häuser hochklettern. Wärst du bereit, sie zu vertreiben? Ja, könnten wir machen. Toll. Der Jäger konnte die Schurken von den Häusern schmeißen. Aber wir müssen die Beute fangen, bevor sie in den Kanal fällt und verloren geht. Der Jäger wartet draußen auf dich. Viel Glück. Der Jäger ist ein Pantoffelheld, okay? Dass wir das schon mal klarstellen. Okay. Ja, aber das war jetzt echt ein Witz, ne? So, Jäger schießt hier seine Freunde ab, seine kriminellen Freunde, und wir können währenddessen diese, ja, Geldbündel einsammeln, oder Geld, wie nennt man die? Gelddinger. Gelddinger. Ich weiß nicht, wie man das hier nennen soll. Geldsäcke. Ja gut, meinetwegen. Vielleicht ist es auch das Kapital von Geldsack selber. In dem Fall ist es natürlich was ganz anderes, ne? Dann lassen wir es natürlich runterfallen. Sich jetzt zeigen. Oh, Jäger, du bist so eine Schlampe. Pass besser auf, wo du hinschießt, okay? Eieiei. Och, du Kacke. Ich glaube, das ist der vorletzte, ja. Jetzt wird es nochmal spannend. Kriegen wir den letzten oder kriegen wir den nicht? Ja, das ging gut. Gut gemacht. Du hast es diesen Halunken wirklich gezeigt. Oh, nichts. Sonst nichts. Okay, dankeschön. Dann haben wir jetzt auch den Metroring geschafft. Der war ja mal... Okay. Ich will nicht sagen, das war einfach. Das ist ja ein Kindheitsspiel, deswegen darf das auch nicht einfach sein. Nur ich will ja auch so ein bisschen die Quote erhöhen, die Fail-Quote, ne? Und da guckt mir das jetzt nicht so entgegen. Ach ja. Ich habe mir letztens so eine Art Video angeschaut. Ja, eine Art Video, das war im Grunde ein Video. Aber es war so ein Zusammenschnitt aus verschiedenen... Ich sag mal zu... Ja gut, ich glaube nicht, dass ich hier nochmal ein Proxy-Jump hinkriege, oder? Nicht wirklich. Das war einmalig. Okay. Auf jeden Fall, ja komm, gehen wir nochmal zu einem weiteren Fluglevel, wenn wir schon mal dabei sind. Was soll ich sagen? Ich habe mir so einen Zusammenschnitt aus... aus Videos, sage ich mal, angeschaut, wo Zuschauer darüber reden. Also natürlich Zuschauer aus einer ganz bestimmten Ecke, von also Let's Play Zuschauer, die darüber geredet haben, wie der perfekte Let's Player ist, ne? Okay, und das ist schon ein bisschen schwierig zu sagen, weil das ist natürlich jetzt ziemlich einseitig da gewesen. Das war wirklich einseitig. Ich meine, wenn man in einer bestimmten Szene danach fragt, wie jetzt der perfekte Let's Player ist, dann werden alle dasselbe Beispiel geben und alle immer dasselbe antworten. Ich würde dich gern umsonst auf diese Rennstrecke lassen, Spyro. Mit Freuden. Doch die Rennstreckenregeln verlangen leider eine kleine Gebühr. Am Arsch kannst du sie haben. Okay, komm zurück, wenn du Lust auf ein Rennen hast. Ja, also der scheint's echt gelassen zu nehmen. Ich würde dir gerne umsonst die Rennstrecke lassen. Gute Wahl. Ich wette, ein schneller Drache wie du wird sein Geld in 0, nichts zurückgewinnen. Ach, nee, ist klar. So, der Eisring, das nächste Fluglevel. Ich glaube, das geht jetzt auch ganz fix. Vielleicht werde ich den Part auch noch ein bisschen in Überlänge machen, dass wir jetzt wirklich richtig viele Level in dem Part geschafft haben. Weil das ist halt... Ist schon ein bisschen wenig. So, wir machen jetzt erstmal die Typen. Die Typen in der Luft. Dann werden wir auf den Boden gehen und diese... Ja, wie heißen sie? Oh, na, scheiße. Scheiße! Aber das Rennen ist auch... Nee, komm, wir machen es nochmal. Das war ein bisschen zu schnell jetzt auf dem Boden. Hätte man auch besser machen können. Aber wenn man einmal weiß, wo sie langlaufen, dann ist das eigentlich eine ganz nette Sache. Dann wird man da auch nicht mehr so Probleme kriegen, ne? Du! So. In dem Moment halt einfach nach unten. So, und dann haben wir sie alle mitgenommen, ne?
Ja, auf jeden Fall aus dieser bestimmten Szene, das war die Nintendo-Ecke, das kann man sich, glaube ich, denken. Da haben natürlich, ich weiß nicht, die Aufgabe war, wie soll ein perfekter Let's Player seine Videos gestalten oder wie soll er sein, ne? So, und da gab es ein paar Vollidioten, die die Aufgabe nicht verstanden haben und ratet mal, was die gesagt haben. Ja, der perfekte Let's Player ist Punkt, Punkt, Punkt. Meinetwegen der nette Tomtendo von nebenan, ne? Der ist ja so nett und der ist so professionell und ja, deswegen ist er gut. Aber das sind halt immer dieselben Beispiele gewesen, statt irgendwie mal was anderes zu hören. Das ist halt echt teilweise nur der, ja, der kleine Tomtendo von nebenan. Ach, da war schon letzte, okay. Ja, und das war schon was, wo mich das schon teilweise echt aufgeregt hat, weil die Leute einfach mal sowas von an der Aufgabe vorbeigeredet haben. Gut gemacht, Spyro. Scheinbar bist du nun bereit für einen härteren Test. Wie wäre es mit Paragliding? Du hast doch keine Höhenangst, oder? Paragliding? Mann, ey, Alter, ich bin der Pro, Mann. Ich hab keine Angst vor gar nichts. Ich mach's, Jäger. Was sagt er bei Nein? Ich will's nicht wissen. Toll, ich zieh dich mit meinem Schneemobil und du musst dich durch die Ringe manövrieren. Lass keinen aus oder wir müssen von vorn anfangen. Ja, das ergibt ja nur Sinn, wenn wir von vorne anfangen, ne? Ja. Naja, aber allgemein ist meine Einstellung dazu jetzt eigentlich auch... die hat schon ein bisschen an Aggressivität abgenommen. Ich habe ja früher oder vor 2 Monaten noch so, boah, das regt mich alles auf. Vor allem diese Let's Player an sich, die immer von den Fanboys in den Himmel gelobt wurden. Das hat mich eher aufgeregt. Und deswegen ist das jetzt nichts Persönliches gewesen. Also das, ich sehe das auch jetzt teilweise ein. Das heißt ja, ich sehe das ein. Ich bin natürlich der einzige Mensch, der sich damit so aussetzt, ne? Aber das war halt... war was, was mich teilweise aufgeregt hat, aber auf der anderen Seite, wo ich jetzt seit Silvester eigentlich so... ja, bekehrt wurde, sag ich mal, ne? Unglaublich, Spyro! Du bist sogar besser als ich! Ich meine, man muss sich ja nicht von allem aufregen lassen. Da habe ich mir so gedacht, gut, die Fanboys regen mich immer noch auf, aber die Person muss ich jetzt nicht einzeln hassen oder so dafür. Das wäre zu übertrieben. Auch wenn ich das schon so teilweise, ich meine, man setzt es ja auch immer so in Verbindung, die Zuschauer mit diesem gewissen, mit der gewissen Person. Ja, und das ist halt einfach das Problem. Ich verstehe nicht mehr. Also, vor allem war das so nach der Ansprache von Gronkh. Der hat ja immer so seine Jahresabschlussreden. Und das hat mich schon so ein bisschen, nicht bewegt, aber schon so ein bisschen animiert, da nicht so hart drauf zu blicken, wie das jetzt so der Fall ist. Weil, ich weiß nicht mal warum, aber ja, da hat sich meine Ansicht schon ein bisschen verändert. Nicht komplett, aber wie gesagt... ich nehme es jetzt einzelnen Personen nicht mehr so übel wie vorher, weil sie halt für ihre Community irgendwie verantwortlich sind oder so. Ich meine, klar, dann gibt es halt solche Beispiele, wie ich ja gerade angesprochen habe, von wegen Aufgabe verfehlt und halt Hauptsache diesen einen, diese eine Person angesprochen, ne? Auf der anderen Seite kann die eine Let's Player Person ja eigentlich auch nichts dafür. So, aber wir werden im nächsten Part weitermachen und ich denke mal, mit einem meiner Lieblingslevel, dem Windhafen, das wird spaßig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.